Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom haarigen Potter und der Feuerkelch. Denn sind wir mal ehrlich, in keinem anderen Teil ist Harry Potter so haarig wie in diesem hier. Und damit auch herzlich willkommen zu Teil 4 dieses Projektes. Passt irgendwie Teil 4 vom Let's Play, Teil 4 von den Filmen, von den Büchern. Und ja, wir haben Verteidigung gegen die dunklen Künste absolviert in den letzten Folgen. Moodys Herausforderung ist immer noch gesperrt. Wenn ihr wissen solltet, wie ich das freischalten kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Kommt das noch oder muss ich dafür irgendwas Bestimmtes machen? Würde mich wahnsinnig interessieren. Auf jeden Fall werden wir heute das Hogwarts-Gelände betreten und da sieht man schon ein trimagisches Schild. Ist, denke ich mal, ist es damit gemeint, dass es dann noch ein trimagisches Schild zu holen ist oder wie ist das gemeint? Naja, wir werden das auf jeden Fall herausfinden. Bevor wir jetzt aber allerdings starten mit dem Level, möchte ich auf einen Kommentar eingehen, den ich unter der letzten Folge bekommen habe, und zwar von Felix. Ich blende euch das hier mal ein. Ich hatte mir ja die Frage gestellt, wie ich diese Karten bekommen kann, denn nach jedem Level, was wir absolviert hatten, stand da irgendwie, dass wir Karten freigeschaltet haben, nur ich habe irgendwie die nicht gefunden. Und er hat mir geschrieben, ich habe den Kommentar jetzt nicht direkt vor Augen, aber ich weiß noch ungefähr, was er gemeint hat. Er sagt, dass man die Karten mit Bohnen kaufen kann im Menü irgendwo und die geben dann besondere Fähigkeiten, Gesundheit oder sowas ähnliches. Und er hat auch geschrieben, was ich sehr interessant finde, ist, dass jeder Charakter sein eigenes Bohnenkonto hat. Das würde ja bedeuten, wir müssen mit jedem Charakter müssen wir mal spielen, um Bohnen zu sammeln, um uns die Karten kaufen zu können. Würde ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht finden, weil, naja, die Funktion ist ja halt neu, dass man alle Charaktere spielen kann. Und dann ist man halt auch gezwungen, das zu nutzen, wenn man die 100% machen möchte, was ich sehr interessant finde. Auf jeden Fall danke für die Tipps, das hat mir echt geholfen. Ich habe auch vor der Aufnahme schon mal geguckt hier, damit ich hier nicht ewig lange suche. Hier haben wir ja die ganzen Karten. Wir haben auch noch alle Aufgabenkarten, da weiß ich noch nicht, was es damit auf sich hat. Kann man da auch mal reingucken. Kommt wahrscheinlich noch. Ah, hier. Hogwarts Gelände, Kräuterkunde, verbotener Wald, Moodys Herausforderung, Badezimmer der Vertrauensschüler. Das kommt also noch, das haben wir noch nicht gemacht. Das würde jetzt in dieser Folge kommen, vielleicht können wir uns dann diese Karte hier kaufen. Auf jeden Fall gibt es für jeden Charakter anscheinend wirklich Karten. Und die müssen wir auch mit Bohnen kaufen, und zwar von den Bohnen des jeweiligen Charakters. Das heißt, wir müssen mit jedem Charakter spielen, das heißt, wir werden in dieser Folge auch mit einem anderen Charakter spielen. Weil wir haben mit Harry, ehrlich gesagt, ziemlich viele Karten. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, wir sehen da oben, wir haben 1071 Bohnen auf dem Konto. Ja, ich finde den Punkt da nach der 1 irgendwie ein bisschen merkwürdig platziert. Also wenn da weiter unten wäre, würde das für mich mehr Sinn ergeben. So sieht das einfach nur aus wie 01071, aber okay. Und hier sieht man die ganzen Karten. Kraft, Axio, Fluch. Und ich würde sagen, wir kaufen die jetzt erstmal alle. Wir haben ja die Bohnen. Wir kaufen die. Harrys Kraftleiste wird erweitert. Plus 10. Ja, kauf die mal. Hey, und dann kriegen wir so ein cooles Bild aus dem Film, oder was? Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals jemals gemacht habe. Ich bin mir gerade echt unsicher. Okay. Wir haben sie gekauft. Die nächste Karte. Harry. So, Kraftleiste wird erweitert, plus 10. Ja, okay. Oh mein Gott. Auf der Quidditch-Weltmeisterschaft. Legendär. So, wir kaufen nochmal. Wieder Kraft. Oh yeah. Ey, cool, die Bilder. 25, jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen teurer, oder? Die eben waren noch günstiger, oder habe ich mich jetzt... Harrys Flüche werden mächtiger, plus 10. Boah, ist das nicht ein Bild von einem Jungen? Von einem Mann kann man noch nicht sagen, weil er ist noch nicht erwachsen. Aber guckt euch diese Haarpracht an. Meine Güte. Leute. Nochmal Flüche werden mächtiger. Dieser fokussierte Blick. Der Typ hat einfach ein klares Ziel vor Augen. Und das verfolgt er so lange, bis er es geschafft hat. Diese Entschlossenheit. Es ist magisch. So, Harry. Der Zauber wird mächtiger. Aha, was haben wir jetzt hier? Startschub. Magicus Extremus Startschub. Aha. Ach, das ist so eine animierte Bildkarte, oder was? Ja,
Das ist ja mega cool eigentlich. Ja, wie kommt man jetzt hier weiter? Da steht Page up, Page down, aber wie kommt man jetzt hier weiter? Kann ich überhaupt schon weiter? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches drücken. Ich glaube, ich lasse das aber erstmal so. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie ich da auch weiterkomme. Aber egal. Wir können auch bei Hermine mal gucken. Wir haben nicht viele Bohnen. 49 leider nur. Wie man sehen kann. Aber wir können uns trotzdem schon mal Karten kaufen. Je nachdem, mit wem wir gleich spielen. Mit Ron haben wir ein paar mehr. Deswegen würde ich wahrscheinlich gleich erstmal mit Ron spielen. Hermines Zauber wird mächtiger. Wobei, wir können auch mit Hermine spielen. Auch Hermine und Ginny. Ja, okay, dann... Ich spiele gleich mit Hermine. Wir arbeiten uns von links nach rechts. Ich meine, Hermine war in der Mitte, oder? Und dann gibt es noch Ron. Keine Sorge, Leute, wir fangen gleich an mit dem wirklichen Level. Die Folge wird dementsprechend einfach länger. Also im Endeffekt werden wir nicht weniger machen als sonst. Oh, schön im Unterricht. Immer schön aufpassen. Immer schön aufpassen. Rons Flüche werden mächtiger. Schau mir tief in die Augen, mein Junge. Schau mir tief in die Augen. Oder in das Auge. Da. Okay. Oh, 200 Freundschaft. Wenn Ron neben einem Freund mit derselben Karte steht, wird die Kraft beider aufgeladen. Oh mein Gott, wieso hat er denn so teure Karten und bei Harry waren die alle so günstig? Er ist doch der Junge, der überlebt. Er muss doch die besten Fähigkeiten haben, oder nicht? Na, egal. So, wir haben uns ein paar Karten gekauft. Das ist doch mal schön. Jetzt gehen wir in... betreten wir das Hogwarts-Gelände. Auf geht's. Nach 7 Minuten. Ja, aber das muss halt auch mal gemacht werden. Das ist wichtig. Wir spielen mit Hermine. Yes. So, Harry. Ich hoffe, die Karten verbraten sich nicht. Das ist, ich hoffe, man kann sie immer wieder gebrauchen. So. Flugkraft, Kraft. Ja, lass mal Harry ruhig mal ein bisschen stärker sein, weil wir spielen ja nicht mit ihm. Deswegen können wir auch nicht defensiv spielen oder so, weil die KI halt das sowieso das macht, was sie will. Zack, 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 zack. Kann man die eigentlich auch individuell wählen? Oder nimmt er immer irgendwelche? Achso, hier könnte ich switchen. Okay. Ah, okay. Das wäre natürlich blöd, wenn man die immer random wären. So. Oh, okay. Das Wetter ist immer noch nicht wirklich gut. Es ist immer noch am Regnen, aber... Wieder passt. Zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Auch so viel dazu, du. Wir sind mit Verteidigung gegen die dunklen Künste fertig. Wir sind ja immer noch bei Mad-Eye Moody. Okay. Dann wollen wir mal. Wohin müssen wir jetzt eigentlich? Nach unten oder nach oben? Sammle 10 Minischilde, um einen trimagischen Schild zu erhalten. Okay, man muss Minischilde sammeln, um einen trimagischen Schild zu erhalten. Und wir müssen verdammt viele Bohnen sammeln, dass wir die alle bezahlen können, die Sachen. Aber der Zauber ist ja auch mächtiger hier, dieser Ansaugzauber, ne? Das macht es eigentlich ziemlich einfach. Das macht es halt entspannter, da müssen wir nicht immer den Bohnen hinterherlaufen. Kann man hier eigentlich durch? Nee, okay, das wollte mir nur einmal absichern. Wir müssen ja wirklich dann wirklich auf, also müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nichts übersehen, sonst muss ich halt irgendwann nochmal rein. Das wäre halt irgendwie... Müssen wir vielleicht sowieso, ich weiß ja nicht, wie viel Bohnen wir im Endeffekt brauchen, farmen müssen. Mir wurde auch schon in den Kommentaren ein neuer Name verliehen, dass ich immer so viel Bohnen sammle, Kontrabien. Ja, ey, was soll ich machen? Ich muss Bohnen sammeln, Leute. Ich kann da auch nichts, machen, so Belohnung herbeizaubern. Okay, so mächtig ist er dann doch noch nicht. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Boom. Aber wir nehmen mal beiseite. Zur Seite mit dir. Ich hoffe, da unten ist keiner. Wenn man so einen Stein auf den Kopf kriegt, das ist, da hat man mindestens mal eine leichte Gehirnerschütterung auf jeden Fall. Okay, da könnte man runter. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier oben lang. Es sieht für mich so aus, als wäre hier oben ein trimagischer Minischild versteckt oder so. Ich habe eigentlich echt Lust auf das Spiel, Leute. Auch wenn sie das komisch anhört und ihr alle sagt, das Spiel ist nicht so gut, aber das macht ja nichts. Ich meine, wenn man das Let's Play, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist ja kein normales Zocken, was ich hier mache. Ich habe noch die... Ah ja, ich denke, die nächste Kreatur wird dich interessieren. Okay, aber ich... Interessieren? Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Toller Zauber, auch danke. Ich mache ein Tor auf und wird dafür belohnt.
Ah, da sehe ich schon was. Der Wasserspeier hat sich bewegt. Das bildest du dir ein. Ganz sicher bilden. Das bilden wir uns so ein. Das ist doch alles gar nicht wahr hier. Das ist doch alles nur eine Matrix. Das existiert hier eigentlich alles gar nicht. Findet es denn sonst keiner gruselig hier? Boah, ich finde das nett hier, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch die Komponente dazu, dass ich gerade ein Video mache, deswegen macht es dann auch sowieso immer Spaß, egal was ich spiele eigentlich, weil ich das einfach total gerne mache. Deswegen kann ich über sowas eigentlich hinwegsehen, wenn das Spiel vielleicht mal nicht so gut ist. Ich habe ja schon gesagt, das ist kein Meisterwerk hier. Aber ich denke, wir werden trotzdem hier mit unseren Spaß haben können. Jetzt, Harry, willst du vielleicht auch nochmal... Harry Potter! Der Junge, der Überlebte, hat keinen Bock mitzumachen. Dann müssen wir es eben wir beide machen. Gott, was spuckt der denn da? Nimm dich vor den Pfeilen in Acht! Ich versuch's ja! Verwendet einen Fluch! Oh mein Gott, der hat mir voll viele Bohnen abgezogen. Was soll denn das? Da ist ein trimagischer Minischild. Sehr schön. Actio. Nee, nicht Actio. Hier. Carpere Tractum. Carpere Tractum. Carpere Tractum. Jetzt macht Harry auch mal mit. Wunderbar. Und Ron denkt sich jetzt so, ach nö. Ach nö. Das können wir wahrscheinlich nur maximal zwei hier dran ziehen, oder? Ja, genau. Klopf dir deine Schulter ab. Hast du toll gemacht, Ron. Klasse. So. 1 von 10. So, jetzt aber. Carpere Tractum. Wollen wir das eigentlich schon runterziehen? Wollen wir vielleicht erstmal den hier machen? Okay. Dann machen wir erstmal so. Ich könnte auch gleich mal S drücken und diesen Supermodus aktivieren. Der blinkt schon die ganze Zeit. Den habe ich in der letzten Folge gar nicht beachtet. Ich aktiviere den jetzt einfach mal. Dann machen wir die fertig. Da sind noch mehr von diesen jetzt. Dingern. Von diesen Dingern. Ja. Jetzt ist Schluss hier. Oh. Lustig. Aua. Jetzt ist so mächtig. Axio. Ich will das andere Tor aber auch noch runterziehen, weil so ein toller Zauber, den lasse ich mir nicht entgehen. Das wirkt sich ja dann auch wieder auf unsere Wertung aus. Ingardium Leviosa. Nee, das Tor. Ist zwar total unnötig jetzt, aber wie gesagt, am Ende hilft uns das, um weitere Level aufzusteigen. Wieso habe ich nur noch 12 Leben? Alter! Ich habe ja richtig Damage gefressen. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich mich aufladen? Ja, da oben ist ein Kürbis, aber der gibt doch, glaube ich, nur 10, oder? Ach du Scheiße, ich habe die ganze Zeit nicht aufs Leben geachtet. Mir Bohnen. Gib mir Bohnen. Es wird definitiv die längste Folge bisher. Ich muss mal gucken. Eigentlich will ich hier keinen Split machen zwischen den, also in den Leveln. Dann wird die Folge halt einfach so lang, bis das Level vorbei ist. Actio. Actio. Ja, passt aber. Wir sammeln immer so ein bisschen Bohnen. Ich glaube, man könnte zur Not ja auch einfach in die Level nochmal zurückgehen und da einfach ein bisschen farmen. So könnte ich zur Not auch offscreen machen dann. Wingardium Leviosa. Okay, hast du einfach mal so einen Wingardium Leviosa-Anfall? Ja, kann man mal haben. Oh, ich bin gleich tot, ey. Ey, die Viecher sind aber auch echt mächtig. Beziehungsweise, sie treffen halt immer. Also. Ja, greif die an, ist okay. Die machen schon echt guten Schaden. Mach mal hier das Feuer aus. Weiß gar nicht, ob das nötig ist, aber es gibt uns auf jeden Fall wieder Punkte. Na? Harry? Hä? Wingardium Leviosa! Ja, nee! Nein! Mach aus, das Feuer! Aber... irgendwie... muss Harry vielleicht noch mitmachen, oder was? Ich weiß nicht. Irgendwie passiert da ja nichts. Harry? Ach, er muss auch noch mitmachen. Ja, hallo Harry Potter. Schön, dass du auch mal mitmachst.
Lucio. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Einfach mal hier überall alles anballern. Vielleicht gibt es ja irgendwo mal Bohnen. Da, vielleicht hier? Ja. Uiuiui, viele. Gemeinsam drücken, um Magicus Extremus zu verwenden. Ach, das meint niemand. Magicus Extremus. Sag mal. Da trifft mich jedes Mal das Vieh. Capere Tractum. Meloboss. Ha. Du Kürbiskopf. Okay. 15 Leben. 15 Leben. Also hier werden wir, glaube ich, drauf gehen. Scheiße, ach du 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 Scheiße. Ich bin gleich tot. Magicus Extremus ist fast down. Nein, greif an! Wir können sie besiegen! Das war halt, das war echt wichtig. Aber was ist mit diesem Auge? Was ist mit diesem Auge los? Okay, man kriegt also auch Leben, wenn man eine gewisse Anzahl Bohnen sammelt. Ist gut zu wissen, dass man sein Leben so ein bisschen wieder auffüllen kann. Okay, den Fluch. Ach, das war jetzt... Ach, das war einer von diesen, die wir sammeln müssen. Okay, alles klar. Ja, okay, das war also einer von diesen. So sehen die also aus. Kann man im Menü irgendwie gucken? Level-Info. Da. Ah, wunderbar. Kann man das sehen? Spielerwertung. Antiobskuranten. 1 von 5. Dann gibt es noch 5 Drachenstatuen. Entschwindekarte ist die 0 von 1. Haben wir eine Entschwindekarte. Und Minischilde. Ja, ob ich die jetzt alle finden werde, ich weiß es nicht, Leute. Aber hier scheint erstmal Endstation zu sein. Hier scheint erstmal Endstation zu sein. Hier geht's nicht weiter. Ach doch, hier geht's doch weiter. Ah. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist eine Drachenstatue. Okay, die ist ja, die ist ja halt einfach so. Das war einfach nur hier unten. Mehr können wir nicht. Ich dachte, hier können wir irgendwie so eine Brücke oder so. Ja, weiß nicht, herzaubern, dass wir da rüber können. Ja, da drüben ist ja auch noch ein magisches Schild. Ach, hier kommt man. Ach, hier kommt man auch noch weiter. Ach so, okay. Diese Erklinge haben irgendwas an sich. Meine Haut kribbelt immer noch. Ja, ich weiß, es ist nicht so schön. 3 von 10. Actio! Können wir nicht hier verschwinden? Mach dir nicht immer so viele Gedanken, Ron. So. Das ist auch so. Einfach nur so ein Wasserfall. Ist das hier schon das, der finale Schild oder was? Den will ich nicht einsammeln. Weil am Anfang konnten wir ja auch noch irgendwo hin. Also. Wenn das jetzt hier das Ende ist. Ich will den eigentlich nicht einsammeln, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir das machen. Also keine Ahnung, wenn soll ich den einfach mal einsammeln? Ich weiß es nicht. Aber da stand ja, wir müssen 10 Minischilde einsammeln. Das sieht für mich aber nicht aus wie ein Minischild. Soll ich jetzt extra nochmal zurückgehen bis zum Anfang und dann da nochmal lang gehen und dann zum Schluss hierher zurückkommen? Weil das ist ja ein richtiges trimagisches Schild. Ich glaube, das sammle ich tatsächlich noch nicht ein. Ich weiß es halt jetzt nicht, aber ich habe keinen Bock, jetzt alles nochmal neu zu machen, nur weil ich diesen Schild hier einsammel. Der sieht viel größer aus als die anderen. Das ist definitiv das Finale. Wenn ich den einsammel, sind wir hier raus aus dem Level. Von der Location her würde das auch Sinn machen, deswegen gehen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Am Anfang hätten wir auch runtergehen können da. Dann würde ich, das würde ich nämlich sagen, machen wir erstmal. Wir haben hier definitiv noch nicht alles eingesammelt. Hier gibt es ja noch so viel zu sammeln in diesem Level, wenn das alles auf dieses Level bezogen ist. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ich muss hier überall gucken, ob hier irgendwelche Statuen und sowas sind. Also wenn ich hier irgendwo mal was übersehen sollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich darauf einzugehen.
Aber bedenkt auch, dass ich gut und gerne mal vorproduziere am Wochenende, damit ich ja in der Woche halt genug Folgen habe. Deswegen kann ich nicht immer sofort dann drauf eingehen. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich kann ja sowieso die Sachen dann wiederholen irgendwann. Wir können ja immer wieder in die Level zurückkehren, wenn wir wollen, meine ich. Hoffe ich. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass man das noch machen kann. Wo geht's denn jetzt hier zurück? Hier. Genau. Da geht es nämlich zurück. Immer aufpassen. Augen offen halten, ob hier irgendwelche Drachenstatuen oder Antiobskuranten. Wie heißen die Viecher? Ich muss mir den Namen mal merken. Antiobskuranten. Also diese Augen. Diese Augenviecher. So, hier kamen wir her. Und dann hätte man nämlich auch da... Freunde, wo bleibt ihr? Und dann hätte man nämlich auch woanders lang gehen können. Also den Weg nochmal nach oben auf den Turm werde ich dann aber wegschneiden, sage ich ganz ehrlich, weil hier ist es ja nur ein Ablaufen ist nur ein Abgelaufe hier. War ich hier schon? Hier schon lang gegangen? Ach, hier kamen wir her, ne? Dann sind wir hier nach rechts gegangen, aber hätte auch hier runter gehen können, glaube ich. Hier hätte man auch lang gehen können. Ich versuche mal immer mal wieder ein paar Bohnen mitzunehmen, aber... Ja. Ah, hier geht es auch noch weiter. Hochklettern. Ah, okay. Kommt, Leute. Hier müssen wir bestimmt alle mithelfen, ja. Bam, 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 bam. Und da oben gegen knallen da. Bumm. So, und jetzt können wir schön da hochklettern. Das ist ja doch richtig großes Level. So, macht mir nach, Freunde. Ob hier wieder Feinde sind, würde mich wundern, wenn nicht. Ach so, das ist Wasser, da können wir gar nicht rein. Aha. Alles klar. Okay. Ja, dann wird die Folge sonst halt ein bisschen länger. Das macht ja nichts. Wenn selbst wenn die 40 Minuten lang wird oder so. Die vorherigen waren ja alle nicht so lang. Das passt schon. Dann machen wir erstmal hier die ganzen Feuerspeier hier aus. Würde ich sagen. Komm zu mir, Bohnen. Komm zu mir, komm zu mir. Die Kamera gefällt mir gerade nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, ob hier jetzt noch irgendwelche sind. Da sind die noch irgendwie. Hier waren locker noch welche. Da. Ah, ich konnte es nicht sehen, Mann. Nur eine Kameraführung. Kannst du jetzt bitte mal... Hermine. Ja. Au. Au. Ja, aber die Kamera ist halt auch echt gerade richtig crap. Kann man die irgendwie ändern, die Kamera? Oh, hier kommt noch einer. Ich muss sie alle vernichten. Alle löschen. Aua! Mann! Lösch es! So, boom. Schön die Töpfe kaputt machen. Die schönen Töpfe einfach hier kaputt machen. Einfach hier Schuleigentum beschädigen, um an den Boden zu kommen. So, und jetzt? Wie kommen wir da jetzt hin? Was können wir machen, um da ranzukommen? Nee. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Wir müssen da hin. Ich glaube langsam, wir hätten den Schild einfach einsammeln müssen, oder? Die sehen alle so aus. Ah, oh Mist, dann hätte ich den echt mitnehmen müssen. Das ist ja blöd. Aber was ist das da vorne? Das ist auch so ein kleiner Minischild. Aber was kann man machen, um das
auszulösen. Ich glaube, wir müssen da erstmal weiter, da hinten erstmal weitergehen, oder? Ja, ich denke mal schon. Shit, dann hätte ich mir den... Wenn wir jetzt gleich die Chance haben, nochmal so einen großen Schild einzusammeln und ich merke, dass das ein ganz normaler ist und ein Minischild ist, dann gehe ich da oben auf jeden Fall nochmal auf den Turm und hole mir die andere auch nochmal. So, Leute, ich glaube, da müsst ihr wieder mithelfen. Das schaffe ich alleine nicht. Harry? 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 Harry, mitmachen! Ja, jetzt müsste es gehen. Jawohl. Und da haben wir einen weiteren. Nummer 4. Und da haben wir wieder so einen Antiobskuranten. Nummer 2. Ah, da ist dieser Block. Okay, mit dem Block können wir vielleicht... Können wir den vielleicht ins Wasser stellen? Oder wie ist das gemeint? Ihr müsstet da eigentlich hochklettern können. Eigentlich, ja. Das stimmt. Wie müssen wir den hier raufstellen? Ja, müssen wir den da raufstellen. Das passt schon. Hermine? Okay. So. Wingardium Leviosa. Kommt, Leute, ihr müsst mir helfen jetzt. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leute, ihr müsst den anheben. Komm schon. Hä, wieso? Wieso geht Hermine immer so weit weg davon? Okay, wir haben ihn. Wunderschön. Können wir den jetzt vielleicht nutzen, um da hinten ranzukommen? Bevor wir den jetzt da nutzen. Run. Run. Hä? Geht's nicht? Kommen wir damit nicht weg? Das wäre ärgerlich. Das wäre jetzt eigentlich das naheliegendste, was ich gedacht hätte, dass man den da ins Wasser schmeißt, quasi. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Einfach. Nein! Den! Nein! Den! Ja! Den Block! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ja, ist eine Barriere. Okay, es geht nicht. Es ist eine Barriere. Dann müssen wir halt jetzt nochmal... So, Freunde. Ran damit. So, jetzt geht's. Schade, aber wie kommt man denn dann daran? Naja. Kommt ihr jetzt? Ron, ey. Nicht wieder runterspringen. Rauf da. Ron. Ron. Kappe Retraktum. Ein Hoch auf unsere Freunde. Kommst du jetzt? Was dauert das denn so lange? Ja, Kombizauber, aber hat nichts gebracht. Wir sind zu schwach. Wir sind einfach zu schwach. Komm jetzt! Zieh die Scheiße runter! Hallo! Ja! Ich dachte schon, das klappt gar nicht, ey. Meine Güte. Nee. Und was soll dieser Block jetzt hier? Nein! Nein! Der soll da oben hingepackt werden. Okay. Och, ja. Springt einfach hinterher, anstatt einfach da oben zu bleiben. Ich wünschte, ich könnte eine Anweisung geben, dass sie einfach bleiben sollen. Aber scheinbar geht das nicht. Man kann nicht alles haben, ne? So, Leute, seid ihr ready? Wingardium Leviosa. Das Wischen und Wedeln. Oder Wuschen?
Egal. Mann! Meine Güte! Jetzt falle ich auch wieder runter. Jetzt verfolgen sie mich wieder. Und jetzt dauert es für Jahre, bis sie... Oh, das ist doch schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar gerade. Komm hoch da. Nee, nee, nee. Hoch da. Komm. Wie ist der aktuelle Stand? 5 von 10, 1 von 5. Huiuiui. Da fehlt aber noch einiges. Das splitte ich definitiv nicht auf. Das splitte ich definitiv nicht auf in 2 Folgen. Niemals. Harry Potter, der Junge, der überlebt. Ich mach das lieber von hier, es ist sicherer. Ja, kletter da drauf. Ja, er reitet einfach den Block. Er reitet einfach den Würfel hier. Wehe, das fällt jetzt runter. Holy moly. Komm, der... Geht das klar so? Hoch da! Hermine! Bitte! Kletter da hoch! Bitte! Ey, das muss doch gehen! Och, Leute! Das kann nicht sein! Rumstöhnen können sie. Können sie alle, die Weltmeister. Ron? Freundchen? Bam! Haben wir einfach mal Ron beerdigt. Ich glaube nicht, dass wir da so hochkommen, oder? Nee. Mine, kannst du da bitte hochklettern? Oh, jetzt geht's auf einmal, ja. Weil der Würfel gerade ist. Hä? Also war das doch ein Exit. War das doch ein Exit. Obwohl ich... Okay, die Großen sind also wirklich so ein beenden das Level. Aber da muss man es ja grundsätzlich immer mehrmals machen. Oder? Ich meine, wäre das das Ende dieser Folge, weil wir haben das Level so gesehen geschafft erstmal. Fehlt natürlich noch einiges, wie man jetzt auch sehen kann. Aber wir sind kompetent, Leute. Wir sind kompetent. Habt ihr jemals dran gezweifelt, dass wir nicht kompetent sein könnten? Okay. Das heißt, man muss immer in einem Level mehrfach reingehen. Und... Jetzt könnten wir den verbotenen Wald, aber wir sind ja noch nicht mal fertig mit dem Hogwarts-Gelände. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir einfach mal weiter und dann versuchen wir mal weiter alles zu sammeln. Ja, dann ist das doch eine ganz angenehme Länge, würde ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.